Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde, herzlich willkommen zum VfR-TV zum 33. Spieltag. Derby-Time! Ja, aber schauen wir doch gleich mal rein. Unsere Jungs waren heiß auf dieses Spiel und Dennis Niebauer zeigte uns mit einem Distanzschuss gleich mal, in welche Richtung es gehen sollte. Standardsituation durch Florian De Brato. Der Eckstoß konnte von den FC Ismaning noch geklärt werden, doch direkt zu David Manamura, der mit einem Distanzschuss durch eine kleine Verwirrung in unserer Hintermannschaft kam der FC Ismaning zu seiner ersten Chance. Unser Kapitän auf der rechten Seite, er guckt in die Mitte, sah Stefan Prunic, doch so ärgerte sich Stefan Prunic genauso wie sein Trainer. Gedankenschnell wie Dennis Niebauer ist, zog er sofort ab, doch schnell ausgeführten Freischuss hat Gerrit Arzberger nicht nur die Abwehr, auch den Kameramann überrascht. Und Georg Ball schoss knapp daneben. Die Ecke von De Brato konnte geklärt werden. Doch Gerrit Arzberger und Mike Niebauer im Zusammenspiel erkämpften den Ball. Und so zog Mike Niebauer aufs Tor, doch der Torwart hielt. Mein Fazit von der ersten Halbzeit ist: eine sehr engagierte Mannschaft habe ich heute vom VfR Gaachen gesehen. Der FC Ismaning hat mit allen Mitteln dagegen gehalten und bisher haben wir noch kein Tor gesehen, aber es ist eine Frage der Zeit. Schauen wir mal in die zweite Halbzeit. Dennis Niebauer eröffnete wie in der ersten Halbzeit auch die zweite Halbzeit mit einem Distanzschuss. Doch der Keeper hielt. Der FC Ismaning kam in der zweiten Halbzeit über rechts das erste Mal gefährlich vor den Kasten von Stefan Bachenheim. Wie zu erwarten hielt er. Nach Eckstoß von Florian De Brato kam Dennis Niebauer zum Kopfball, doch der Keeper hielt. Der Nachschuss von David Malamura ging leider knapp drüber. Freistoß von Gerrit Arnsberger hoch in den 16er hinein und Daniel Steinacher sprang am höchsten. Doch der Keeper hier, kleine Verwirrung und der Nachschuss von Stefan Prunisch ging daneben. Durch die Mitte leitete der FC Ismaning seinen nächsten Angriff ein und mit links mit einem Distanzschuss ging der Ball an die Latte. Doch unsere Abwehr klärte. Durch eine gelungene Kombination stand der angreifende Spieler vor Stefan Wachenheim. Doch der konnte als 1-0 leider auch nicht verhindern. 90. Minute und Oliver Haug drang in den gegnerischen Strafraum ein und probierte es mit einer Flanke in den 16er rein. Nach großem Getümmelte wurde Mike Niebauer gefault und der Schiedsrichter pfiff sofort. 11 Meter! 11 Meter! Der FC Ismaning konnte es kaum glauben und die Spieler sprangen förmlich den Schiedsrichter an. Dennis Niebauer konzentrierte sich, schaute sich den Torhüter an und suchte sich eine Ecke aus. 1:1! Dennis Niebauer traf zum 1:1. 92. Minute. Der VfR glich aus und belohnte sich für ein kämpferisch und spielerisch schönes Spiel. Was für ein Finale, 1:1 trennten sich die beiden Mannschaften, schalten wir doch gleich mal zur Pressekonferenz. Ja, ich glaube, dass die erste Halbzeit gar nicht klar, nicht schlecht war, es war ein ausgeglichenes Spiel und zweite Halbzeit haben wir doch mehr vom Spiel gehabt und glaube auch, dass durch die Torchancen auch ein Sieg möglich gewesen wäre, wenn man jetzt 90. Minute da nicht das, ja, ich hoffe, dass man da ein bisschen besser was sieht, aber laut dem Spieler eigentlich Elfmeter, den man nicht geben darf. Kann man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben ein wahnsinnig gutes Spiel hier im Derby gezeigt, haben wahnsinnig viele Torchancen rausgearbeitet. Wenn du es am Schluss halt nicht machst, dann musst du dich auch mit dem Unentschieden begnügen. Und damit begnüge ich mir heute. Wir sind jetzt immer noch in der Lage, mit einem Punkt nächste Woche oder einem Sieg den Aufstieg
sicher zu machen. Und ich glaube, es ist trotzdem toll, im letzten Spiel so ein Finale spielen zu können zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich lade Sie recht herzlich zum Finale gegen Raisting im Garinger Seestadion ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.